Hallo, ich bin Wolfgang Sonnenburg und heute möchte ich ein bisschen über das universelle Gesetz von Ursache und Wirkung, ja, sag mal, reflektieren. Denn wir leben in einer Zeit, in einer Gesellschaft, die dieses Gesetz in einem enormen Maße ignoriert. Immer wieder erleben wir es, dass Symptombehandlung stattfinden und eben wirklich an den Wirkungen rumgedoktert wird. Also es ist klassisch in der Politik, wenn irgendwo ein Problem auftaucht, dann müssen wir einen Etat machen und geben Geld dafür. Nun, einfach Geld geben ist ja wohl nicht immer die richtige Lösung, wenn wir gar nicht wissen, welche Ursachen hat das. Es ist wie Kopfschmerzen, immer Kopfschmerztabletten. Oder wie manch einer sagte im Bereich der Kommunikation, wenn du nur ein Werkzeug kennst, zum Beispiel den Hammer, wirst du jedes Problem wie einen Nagel behandeln. Aber das funktioniert in dieser Natur nicht, wo es so viel hintereinander verwobene Ursachen und Auswirkungen gibt. Also bleiben wir mal ganz simpel bei Ursache und Wirkung. Wo sehen wir das? Also wir brauchen nur die Nachrichten einzuschalten, dann gibt es irgendeine Demonstration gegen etwas. Aber gegen etwas bedeutet immer das, was schon da ist. Es wird ja nicht gegen eine Ursachensetzung eben demonstriert, sondern immer die Auswirkung. Da ist das Schlimme passiert, also gehen wir jetzt als Gegner dieser Auswirkung auf die Straße. Erstens, wenn wir jetzt ins Law of Attraction reingehen, dann kriegen wir ja noch mehr von dem, was nicht gewollt ist. Deshalb heißt es ja auch so, never fight an existing system, create a new one. Weil es eben das Tiefe ist, wir müssen was Neues finden. Gerade in diesem Monat habe ich mitbekommen, dass die Hälfte vom 6,5 Milliarden Digitalpaket von der Bundesregierung für die Schulen genehmigt wurde. Wieso nur die Hälfte? Warum kriegen wir das nicht einfach mal so richtig hin? Zack, zack. Weil es da wieder Diskussionen gibt. Wer darf? Ist ja Ländersache oder ist es Bundessache? Wer darf da Geld geben? Aber jetzt haben sie die Hälfte genehmigt. Aber das Schlimme ist, es kommt in den Schulen nicht richtig an, weil deren Situation, deren Struktur gar nicht so ausgerichtet ist, dass man mit moderner Technologie etwas machen kann. Vielleicht haben sie gar kein Internet, was entsprechend Speed hat. Wie sind die Schulen ausgerüstet überhaupt? Gibt es Lehrer, die das können? Die Räumlichkeiten dafür? Es ist noch so viel mehr. Und immer wieder wird dann irgendwo ein Geldtopf beschlossen und das geht nicht. Alleinerziehende Mütter hatten ein Problem, Geldtopf. Jetzt haben wir Krieg, Geldtopf. So kriegt man Leben und Natur nicht in den Griff. Um es mal ganz simpel zu machen. Da ist ein Bauer, der aus welchen Gründen auch immer sein Feld schlecht bestellt. Er ist nur mit sich selbst beschäftigt. Was passiert am Ende des Jahres? Wie wird die Ernte ausfallen? Naja, sehr bescheiden. Und was macht dann der aktuelle Bauer, so wie wir ihn andauernd erleben? Er demonstriert. Er geht zum Ministerium und sagt, jetzt müsst ihr mir helfen. Die Ernte ist nicht gut. Und alle diskutieren über die Ernte. Ein gesunder Bauer würde nicht den Apfelbaum beschimpfen, das Feld beschimpfen, wenn die Ernte schlecht ist. Er würde auch nicht Leute zusammentrommeln, guck dir diesen mickrigen Apfelbaum an, wir müssen dagegen demonstrieren oder gib mir Geld für diesen mickrigen Apfelbaum. Nein, doch nicht dafür. Meistens braucht man gar nicht Geld. Im Businessbereich erlebe ich das ja so oft. Wo ist die wirkliche Ursache? Worum geht es wirklich, wirklich? Und wenn man dann an diese Wurzeln rangeht, tja,
Wenn der Bauer jetzt anfängt, sein Feld richtig zu bestellen, wenn er alle diese Ursachen setzt, die der Apfelbaum braucht, die das Korn braucht, dann muss er sich um die Ernte keine großen Gedanken mehr machen. Weil der Apfelbaum macht das mit der Ernte dann nachher selbst. Also was ist unsere ureigentliche Aufgabe? Uns in allen Bereichen konsequent um die Ursachen zu kümmern, sie zu verstehen. Ja, es gibt Krisen, weil man etwas falsch gemacht hat in der Vergangenheit. Da muss man sich auch um die Krisen kümmern. Also es liegt jemand auf der Intensivstation, da macht es vielleicht relativ wenig Sinn, über besondere Ernährungsformen nachzudenken. Kennst du Keto, kennst du dies, kennst du Trennkost? Na, aber so wie der Mensch wieder von der Intensivstation runter ist, dann macht es doch Sinn, wirklich zu schauen, was ist das Beste für den Organismus? Und was ist das Beste für uns Menschen? Und nicht win-lose. Wie setzen wir die Ursachen für wirklich ein qualitatives, gemeinsames Zusammenleben auf diesem Planeten? Das ist doch interessant für uns. Es klappt noch nicht. Ja, it's the way to go. Aber wenn ich mir dann überall die Ausbildungen anschaue, was bringen wir dem bei? Was passiert im Kindergarten? Ich sage mal ganz überspitzt auch, welche Psychopathen haben wir in Regierungen? Was haben sie für emotionale Blockaden? Wo kommt dieser Machthunger teilweise her? Die Angst, den Job zu verlieren? All diese Dinge. Was wäre, wenn wir Menschen auch in der Politik hätten, die keine emotionalen Blockaden haben? Denen es nicht darum geht, hauptsächlich ihr Ego zu polieren, sondern aus einem bestimmten Verantwortungsgefühl heraus sagen und sich inner calling, Beruf, Berufung, da sagen, okay, meine Verantwortung fürs Gemeinwohl nehme ich jetzt hier wahr. Und dann können wir uns auch alle darüber unterhalten, das ist vielleicht wieder ein anderes Thema, wie wir mit Sprache umgehen, aber gerade in diesem Kontext auch von Beruf und Berufung, wieso gibt es in Deutschland Jobcenter? Hast du einen guten Job gemacht? Wer macht den Job des Kanzlers? Wer macht den Job des Ministers? Es ist nicht ein Job. Und dann reden sie alle von Verantwortung und verstehen auch das Wort Verantwortung nicht. Da stecken nämlich Antworten drin. Verantwortung übernehmen heißt, wenn es schief geht, bügel ich es aus. Und sie quatschen von Verantwortung und bügeln nichts aus. Können sie auch in vielen Fällen gar nicht. Es geht darum, die Arbeit richtig zu machen und gar nicht so viel von Verantwortung, sondern von Fähigkeiten. Und welche Resultate habe ich kreiert? Sind die Resultate gut? Und alle möglichen Befindlichkeiten vielleicht erstmal beiseite zu stellen. Ursachen setzen. Die richtigen Ursachen setzen. Dann sorgt Natur, Universum dafür, dass es dann selbst nachher die dicken Äpfel produziert. So, und nun prüfe sich jeder selbst, wie viel Fokusenergie pro Tag haben Sie auf Ursachen setzen? Geht es wirklich darum, die Hauptzeit eben wirklich in diesem Energiegebilde, in dem wir leben, konsequent die konstruktive Energie in Gang zu bringen, dass wirklich gewünschte Ergebnisse möglich sind. Also, reflektieren wir über Ursache und Wirkung und gehen dann hauptsächlich eben zur Bearbeitung der Ursachen. Dann kommt die Ernte wie von selbst. So sind auch im Materiellen überdurchschnittliche Gewinne möglich, Erfolge möglich, wenn man sich wirklich um die wesentlichen Ursachen kümmert. Und deshalb, ich glaube daran, dass wir das irgendwann mal schnallen, dass immer mehr Menschen es schnallen. Und deshalb bin ich sicher, das Beste kommt noch.